100 Arten von Brawl Stars Spielern. Der Free-to-Play-Spieler. Let's go. Oh mein Gott. Bitte einfach nur, ey. Oh, ich habe echt ein bisschen Angst, die Box gerade zu öffnen. Ich sag's euch ehrlich, Leute. Ja, ich habe generell teilweise schon echt Luck, aber auf dem Free-to-Play-Account ist es schwierig bisher gewesen mit dem Luck, ne? 3, 2, 1, gönn! Nein! 5, Digga! Was? Der Maxed-Out-Spieler. Okay. Irgendwie, ja, bin ich mit dem Account noch nicht so ganz zufrieden. Ich würde sagen, ich lade einfach mal ein paar Gems auf und dann let's go. Ja, damit bin ich auf jeden Fall zufrieden. Hat auch nur so 2000 Euro gekostet, ist dann jetzt nice. Man darf jetzt endlich mal einen Max-Account, jetzt kann es richtig losgehen. Der immer Luck hat. Okay, 30 Juwelen, 350 Münzen. Was? Let's go, Mann, 9 Verbleibende. Wir haben es geschafft, Digga, let's go. Was? Oh mein Gott, Mann. Der immer Pech hat. Ja. Also das muss ich persönlich sagen. Digga. 3 Megaboxen. Oh mein Gott. Ey, das ist doch nicht wahr, Alter. Hä? Junge, wie unlucky kann man denn sein, Mann? Oh mein Gott. Das war's, Mann. Der Flexer. Welchen Skin spiele ich jetzt? Habe ich vielleicht Bock auf Robo Mike? Nee, der ist mir zu low, Alter. Ja, gerade ist ja der neue Brawler Lou rausgekommen. Da habe ich natürlich auch schon König Lou direkt nach 5 Minuten gehabt. Sollen wir den nehmen? Nee, habe ich gerade auch keinen Bock. Ich weiß, welchen ich nehme. Ich glaube, ich hätte Bock auf Virus 8-Bit. Ja, Mann, let's go. Der Pro. Aktuell läuft es mit dem Push ganz gut. Also ich meine, meine Brawler, die gehen schon klar. Ich muss mir nochmal ein bisschen Mühe geben, Alter. Ich meine, ey, Dönermike ist ja noch nicht auf 1000, Digga. Das ist ja peinlich, Alter. Ich muss jetzt nochmal richtig Gas geben. Der Noob. Ja, Mann, endlich wieder Showdown spielen. Ich habe richtig Bock. Ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Barley ist, glaube ich, ein echt sehr starker Brawler in Solo-Showdown. Und ja, Mann, jetzt zerstören wir einfach nur alle Gegner. Ich habe richtig Bock. So, wo ist der erste Gegner? Ich glaube, ich gehe sogar gar nicht auf die Kisten, sondern ich gehe... Oh mein Gott, das ist ein Mortis. Komm, wir gehen direkt auf den Mortis. Komm, gönn. Hä, Mann, wieso? Ey. Der Hype-Spieler, der nur bei Updates spielt. Ja, Mann, endlich wieder ein neuer Brawl-Talk. Oh mein Gott, und der neue Brawler sieht ja richtig cool aus. Ich glaube, ich fange jetzt wieder an mit Brawl-Talk spielen. Let's go. 3 Tage später. Irgendwie habe ich keinen Bock mehr auf Brawl-Talk. Ich glaube, ich spiele das jetzt einfach nicht mehr. Der immer offline ist. Ich will endlich mal wieder mit dem Boxer oder mit saftiges Gnu Brawlers spielen, aber irgendwie sind die schon so lange offline. Oh Mann, wann kommen die denn endlich wieder online? Der immer online ist. Okay, wir haben gerade 20 Uhr. Duck ist zum Glück mal wieder online. Richtig nice. Ich schreibe einfach, dann zocken wir gleich mal wieder. Okay, wir haben jetzt 4 Uhr nachts, Freunde. Ich muss ein bisschen leiser sprechen. Und, oh mein Gott, Duck ist immer noch online. Komm, wir schreiben einfach, dann zocken wir wieder ein bisschen zusammen. Okay, es ist jetzt 9 Uhr morgens. Alle sind eigentlich in der Schule. Ich gucke jetzt einfach mal, wer online ist. Duck ist immer noch online. Komm, ich würde sagen, wir zocken mal wieder mit ihm. Der Skinflexer. Oh ja, ich habe richtig viele Skins, Alter. Ich habe alle Skins, die es gibt im Brawl Stars. Auch komplett unnötige Skins. Das ist mir eigentlich relativ egal. Ich habe zum Beispiel alle Mecha-Skins von Crow. Die braucht man auf jeden Fall auch. Das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten, boah, ich habe natürlich auch alle Barley-Skins. Natürlich auch hier den Star-Gold-Barley oder auch den Silber-Barley. Den braucht man natürlich auch. Hat auch nicht so viel gekostet. Das ist einfach mal easy. Nebenher habe ich für 150 Euro Münzen aufgeladen, um mir diesen Skin zu holen. Oh, hier Mortis. Ja, da habe ich natürlich auch alle. Ne, das braucht man natürlich auch. Ja, sonst wäre ja absolut peinlich. Der komplett ausrastet. Okay. Ich habe Bock auf ein bisschen Solo-Showdown. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal Mortis. Na, das ist ein richtig starker Brawler. Let's go. Wir starten einfach mal rein. Und ja, ich bin echt gut gelaunt, Digga. Also ich glaube, ich bin heute richtig, richtig gut am Start. Wir werden safe ein richtig gutes Game haben. So, okay, da haben wir schon mal einen Brock. Das ist optimal, Digga. Den werden wir jetzt einfach mal instant holen. So, moin, Meister. Oha, ich habe ihn auf jeden Fall schon mal richtig fett hier, richtig fett hier. Oh. Hey, was?
der Showdown-Spieler. Okay, endlich mal wieder Brawl Stars zocken. Mann, die letzten 30 Tage konnte ich irgendwie nicht so ganz zocken. Irgendwie hat es sau viel zu tun mit der Schule. Welchen Modus spielen wir? Na, um ehrlich zu sein, mag ich eigentlich nur Showdown. Ich guck mir mal diese Map hier an. Oha, die ist natürlich mal wieder extrem nice. Ja, Mann, let's go, Alter. Die anderen Modi, die hasse ich wirklich. Ich spiele wirklich nur Showdown, Alter. Der 3 vs. 3 Spieler. Okay, boah, ich habe auf jeden Fall mal wieder Bock, ein bisschen zu zocken. Alter, Showdown, wen juckt dieser Modus denn? Der ist so ein Noob-Modus, Alter. Da, Digga, das ist so lost. Ich spiele am allerliebsten wirklich Kopfgeldjagd und Juwelenjagd. Das sind meine beiden Lieblingsmodi, weil da kann man einfach seinen Skill beweisen. Der früher ist alles besser Typ. Oh Mann, Alter, wenn ich hier in Brawl Stars reinkomme, es ist wieder so schlimm. Wieso sind die Tickets weg? Wieso ist dieser dumme Schneeflocken-Hintergrund da? Und wieso sind meine Lieblingsbrawler so schlecht geworden? Mann, warum ist nicht mehr Sprout der beste Brawler? Ich habe das so gefeiert. Das war einfach die beste Zeit. Oder auch noch damals, sogar noch früher, Brawl Stars in Hochkant. Warum ist es denn jetzt quer? Mann, ich will einfach, dass es wieder so ist wie früher, Mann. Der nur einen Brawler spielt. Okay, ich habe auf jeden Fall wieder Bock zu zocken. Let's go, wir starten einfach rein mit Tick. Mit dem habe ich eigentlich die letzten 3 Wochen nur gespielt. Der ist auf Rang 34. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, einen anderen Brawler zu spielen. Let's go. Der Weltrekordeaufsteller. Alter, das Game ist einfach so easy, Junge. Ich habe Power 1 Barley und Power 1 Shelly auf Rang 35. Ich weiß nicht, was immer alle haben, dass es so schwer ist. Das ist ja mal so easy. Ich glaube, als nächstes mache ich Poco Power 1 auf Rang 35. Let's go. Der einen seltsamen Account hat. Ja, was? Wieso habe ich einen seltsamen Account? Ich meine, ich habe 148 Pokale als Rekord. Und ja, okay, ich habe jetzt schon Bull, Brock und Jesse und eigentlich alle anderen Meilensteinbrawler, die ich gar nicht haben könnte. Das ist doch ganz normal. Der Poser. Der Stimmennachmacher. Dynamite! Der immer den Clan wechselt. Ich bin jetzt schon echt sehr lange im Danita Club, aber ich glaube, ich will jetzt mal in einen anderen Club gehen. Ich würde sagen, wir verlassen einfach mal den Club. Let's go. Eine Stunde später. Oh, irgendwie hätte ich Bock, wieder in den Danita Club zu gehen. Komm, ich würde sagen, wir treten jetzt einfach mal wieder dem Club bei. Let's go. 20 Minuten später. Oh, nee. Irgendwie wird es mir wieder zu langweilig im Danita Club. Ich würde sagen, den verlassen wir jetzt mal wieder. Der den Textchat stumm schaltet. Let's go, endlich mal wieder mit meinen Freunden zusammen eine schöne Runde Testspiel. Aber erstmal natürlich den Chat stumm schalten, denn das feiert jeder und ist überhaupt nicht nervig. Let's go. Der einfach lost ist. Hä? Der immer gecarried wird. Hä? Der immer Internetprobleme hat. Let's go, Alter. Endlich mal wieder ein bisschen Brawl Stars zocken. Ich hab richtig Bock, Mann. Ich hoffe, mein Internet macht dieses Mal kein Auge. Das wäre auf jeden Fall irre. So, let's go. Nein, ich hab Internet-Lags. Mann, lass mich doch spielen, Digga. Der nur Openings macht. Endlich mal wieder Brawl Stars zocken. Okay, was machen wir? Sollen wir mal ein bisschen pushen? Nee, komm. Ich würde sagen, wir machen mal einfach ein Opening. Natürlich erstmal hier Creator-Code Lukas eingeben, um ihn zu supporten. Und komm, jetzt öffnen wir einfach mal ein paar Megaboxen. Ich kann ja gar nicht mehr ziehen. Egal, ich öffne einfach weiterhin Megaboxen. Der Map-Künstler. Ich muss sagen, ich habe wieder echt mal Bock, eine Map zu bauen. Komm, wir gehen einfach mal in Map-Maker und komm, wir starten einfach mal rein und bauen eine Map. Ein paar Sekunden später. Ja, ich muss echt sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden hier mit dem Ergebnis, mit der Danita-Map. Boah, richtig nice gebaut. Ja, damit kann man zufrieden sein. Der keine Maps bauen kann. Boah, dieses Map-Maker-Ding, das muss ich echt sagen, verwirrt mich immer ziemlich. Ich würde sagen, ich versuche mal jetzt eine Map zu bauen. Okay, wie fangen wir an mit dem Map bauen? Ich glaube, ich setze hier einfach mal so Blöcke und boah, Digga, das ist aber auch, ich weiß gar nicht, mit welchem System man hier vorgehen soll. Hä, warum ist alles rot? Ich check das nicht. Okay, keine Ahnung, ich platziere hier einfach mal so Sachen. Okay, speichern. Hä? Mann, ich verstehe das nicht. Egal, ich lasse es jetzt einfach sein. Der wegen Matchmaking ausrastet.
Okay, ich würde sagen, wir pushen jetzt einfach mal wieder weiter hier unseren Brock. Der ist auf jeden Fall bei 900 Pokalen, das sollte eigentlich klar gehen. Okay, let's go mit dem Matchmaking. Eine Stunde später. Mann, wann geht das Game endlich los, Digga? Ich warte schon eine Stunde, Mann. Der, der immer abgelenkt ist. Okay, bisschen Brawl Stars zocken, würde ich einfach mal sagen. Aber nebenher, habe ich irgendwie Bock, keine Ahnung, eine Serie einfach mal zu schauen. Oh, es geht los. Aber ich schaue einfach mal parallel, was hier so abgeht. Ah, lol, neues Video von Clash Games ist draußen. Oh, okay. Lol, er will jetzt eine Glatze machen, WTF. Hä, als ob, Digga, was ist das denn, Mann? Oh, ich soll mich mehr ein bisschen konzentrieren, natürlich, auf das Game. Ups. Lol, was? Er hat einfach eine Glatze? Ey, was geht jetzt ab? Ist ja mal ultra witzig, Digga. Okay, lol, ich muss mich mal konzentrieren, Digga, dass ich hier nicht drauf gehe. Boom, let's go. Okay, nice. Hä, was? Digga, ich muss das kommentieren, das ist einfach zu witzig mal. Nein! Der, der beim Zocken einschläft. Oh Mann, es ist 5 Uhr morgens, aber irgendwie, keine Ahnung, ich will das jetzt schaffen mit den 1000 Pokalen, Mann. Oh, let's go mit Karl. Okay, es geht weiter mit dem Game. Der, der im Unterricht zockt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir haben gerade Französisch. Ich muss jetzt schnell Opening machen. Nee, ich muss vorher nochmal eine Quest machen, damit ich eine Box mir erspiele. Oh mein Gott, ich hoffe, die sieht das nicht unter dem Tisch hier. Okay, let's go. Der Buschcamper. So, let's go, Alter. Ich spiele mal wieder meinen Lieblingsbrawler Bull, Alter. Ich feiere das übertrieben, Bull zu spielen. Vor allem mag ich es halt immer ganz gerne, einfach im Busch zu sein und auf die Gegner zu warten. Oh ja, das ist einfach das beste Gefühl, Junge. Okay, da kommt ein Leon. Er hat so gar keine Ahnung. Und 3, 2, 1, go! Oh mein Gott, wir holen ihn weg. Er denkt sich nur so, ja moin. Das macht einfach so viel Spaß. Mal schauen, wer der Nächste ist, der so dumm ist und in die Mitte läuft. Der Auto-Aimer. Okay, let's go. Dann schauen wir mal, wo hier der erste Gegner ist. Wo haben wir den? Aha, da oben ist eine Ems. Let's go. Und ey Mann, wieso treffe ich die Ems denn nicht? Oh, ich habe sie einmal getroffen. Sehr nice. Oh, ich habe irgendwie gegen die Wand geschossen. Mann. Komm, ich muss den Mortis treffen. Warum klappt das denn gerade nicht so gut? Ah, da ist Spike. Oh ja, oh mein Gott, wir treffen gerade so gut, Mann. Ja, Mann, nur noch einmal ihn treffen. Let's go. Ach, Mann. Mann, dieser Brawler ist echt schlecht, Mann. Wieso? Digga, der trifft ja einfach nie. Der getargetet wird. Der 50 Accounts hat. Okay, irgendwie, ja, keine Ahnung, ich habe keinen Bock mehr auf meinen Main-Account zu spielen, aber ja, zum Glück habe ich ja 50 weitere Accounts. Ich würde sagen, komm, welchen nehmen wir? Ich habe sogar auch mehrere Max-Accounts, weiß ich. Boah, ich glaube, ich habe mal Bock auf meinen 100.000 Gems-Account. Der Suchti. Okay, wir haben schon fast alle Brawler auf Rang 35, aber ich kann mich noch nicht zufrieden geben. Erst wenn jeder einzelne Brawler auf meinem Account hier Rang 35 hat, dann bin ich wirklich zufrieden. Der auf komischen Geräten Brawl Stars spielt. Und ja, dann würde ich sagen, Freunde, gehen wir wieder in den Brawl Pass und dann könnten wir auch mal starten mit Super Ranger Brock. Let's go, einfach mal, da haben wir jetzt schon mal. Der Rage Quitter. Okay, ich würde sagen, mal wieder Solo-Showdown reinstarten. Ich muss auf jeden Fall jetzt plus 10 machen. Sonst bin ich auf jeden Fall echt getriggert, glaube ich, weil Karl ist absolut der OP-Brawler. Komm, wir aktivieren direkt Gadget und zack, 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 zack. Ja, wir müssen ihn holen. Mann, ich spiele das nicht mehr. Der nur mit Random Mates pusht. Let's go, ich habe wieder richtig Bock auf Brawl Ball. Ah, lol, es sind auch richtig viele von meinen Freunden online und ich kann mega viele einladen.
Aber nee, ich spiele lieber mit random Teammates. Das ist deutlich effektiver. Der Trickshotter. Okay, let's go. Ich hab mal richtig Bock hier auf schöne Trickshots. Oh mein Gott, die habe ich komplett zerstört. Und weiter geht's. Let's go. Ich mache mir einen schönen Mord-Screenshot. Screenshot-Trickshot meine ich natürlich. Ja, Mann, hat auf jeden Fall gut geklappt. Und let's go, machen wir den nächsten Mord-Trickshot. Oh ja, weil die habe ich komplett hops genommen, Mann. Oh, mit Bull. Komm, dann machen wir auch nochmal einen schönen Trickshot. Let's go. Nice, Mann. Der TikToker. Okay, nice, Mann. Ja, wir sind mal wieder hier im Brawl Stars. Ich habe richtig Bock. Oh, hier ist ein Pin-Paket im Shop. Let's go. Ich mache erstmal einen TikTok, wie ich mir das Pin-Paket hole. Let's go. So, öffnen wir mal die TikTok-App. Nice, Mann. Und dann, boom. Yo, Leute, oh mein Gott, wir werden uns jetzt das neue Pin-Paket holen. Was geht ab, Digga? Let's go, Mann. Hier seht ihr es, Freunde. Und ja, Mann, wir haben, Alter, einmal Poco, Leon und Tara. Sehr, sehr krass. Lasst wirklich ein Like da, folgt mir und schreibt in die Kommentare, was habt ihr bekommen? Der Stream-Sniper. Volle Konzentration. Wir snipen jetzt den Lukas Brawlstars. Wir müssen es schaffen. Wir haben eine Chance, Marvin. Wenn wir gegen ihn spielen, Martin muss dann gleich checken. Wie von 10, also es könnte sein, dass wir im gleichen MM sind. Wir sind drin, let's go. Oh Mann, komm, bitte. Wir spielen die gleichen Skins wie wir. Der, der auf Brawl TV geiert. Oh Mann, ich muss jetzt wieder mal in Brawl TV kommen. Ich finde das immer so krass, wenn wir so viele Leute zuschauen beim Zocken. Komm, wir spielen Brock, einer unserer höchsten Brawler, Solo-Showdown. Und bitte gönn Brawl TV. Let's go, bitte. Okay, gönn Brawl TV, gönn Brawl TV, gönn Brawl TV. Komm, gönn, gönn, gönn. Nein, ich glaube, es ist nicht da, oder? Gönn Brawl TV. Oh Mann, warum bin ich nicht in Brawl TV? Der Teamer. Oh mein Gott, da ist eine Biene. Komm, wir müssen mit ihr teamen. Gönn. Ey, okay, doch, sie teamt. Nice, okay. Ey, ich will mit ihr teamen. Wirklich, ich lasse dir auch die Kisten. Okay, B, dann chillen wir auf jeden Fall. So, nice, Mann. Das ist mal wieder ein nices Game. Das sieht immer richtig gut aus. Der Anti-Teamer. Okay, wir tun jetzt einfach mal so, als ob wir mit der B teamen. Richtig nice. Und gleich tun wir sie einfach richtig fett backstabben. Oh ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Ich glaube, das wird auf jeden Fall gut funktionieren. Und let's go! Oh mein Gott, sie ist fast down. Ja, Mann. Beste Taktik ever. Der, der immer isst beim Zocken. So, let's go mit einer Runde, würde ich einfach mal sagen. Und komm, ich habe auch Hunger, Digga. Erstmal hier eine Banane essen, auf jeden Fall. Beste Leben. So, Und es geht los. Oh, es geht schon los. Let's go. Das wird bestimmt eine nice Runde mal wieder. Oh, lol, da ist ein Mortis. Egal, ich muss einmal wieder ein Stück abbeißen. Okay, boy, was geht, Meister? Erstmal weg vom Mord hier. Weiter geht's. Der, der Handyverbot hat. Oh Mann, ich will wieder Brawl Stars zocken. Der heimliche Zocker. Oh mein Gott, wir haben 1 Uhr nachts. Ich hoffe, meine Eltern hören mich jetzt nicht. Ich mache erstmal die Display-Helligkeit auf ganz niedrig. Let's go. Oh mein Gott, meine Mama kommt. Ich hab nichts gemacht. Der Glitch-Tester. Lol, was? Was geht ab, Digga? Oh mein Gott, und jetzt auch noch hier die ganzen Klone. Lol. Der, der immer Hausaufgaben macht. Okay, let's go in die Runde. Aber Mann, ich muss noch Mathe lernen, ey. Okay, x Quadrat ist gleich die Wurzel aus y hoch 2. Und oh mein Gott, ich hoffe, hier kommen jetzt keine Gegner. Oh Mann, ich muss morgen eine Mathearbeit schreiben, aber ich habe keine Lust, ich will zocken, Mann. Okay, ich mache einfach beides gleichzeitig, das wird schon funktionieren. X Quadrat hoch 30.000 mal unendlich ist gleich 9. Ich verstehe das nicht, Mann. Wieso ist das denn so schwer? Oh Mann. Der, der keine Büsche checkt. So, erstmal hier schön in die Büsche, da wird bestimmt niemand drin sein. Der Cubeskyer. Oh lol, da unten liegt noch ein Cube. Den muss ich mir unbedingt holen. Komm, ich werde das schon überleben. Let's go. Mann, wieso bin ich so ein Cube-Geier? Der Angsthase. Okay, let's go mit der Runde. Oh mein Gott, hier könnte überall ein Gegner drin sein. Mann, ich habe Angst. Mann,
Junge, Tick hat so wenig Leben. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich muss mich hier verteidigen. Oh mein Gott, ich glaube, ich sollte einfach besser nicht schießen. Ich verstecke mich einfach, Mann. Da kann überall jemand sein. Ein unsichtbarer Leon vielleicht. Ich muss mich verteidigen, Mann. Ich schieße, glaube ich, lieber meine ganze Zeit hier meine Bomben hin, dass hier kein Leon hinkommt. Nein, da ist ein Gegner. Nein, der Search, er könnte sich teleportieren. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich muss ganz schnell abhauen. Nein, nein, du kriegst mich nicht. Ah, let's go. Der keinen Aim hat. Let's go, Mann. Piper ist auf jeden Fall mein Lieblingsbrawler. Digga, ich habe einfach dieses andere Aim. Ich sag's dir, Mann. Ich bin einfach ultra krass mit Piper. Okay. Aha, eine Shelly. Oh, ich habe sie getroffen. Nice. Oh, der Karl. Ich aktiviere mal mein Gadget, dann ist es leichter zu treffen. Oh mein Gott. Nein, ich muss den Karl treffen. Nein. Wieso? Digga, es ist... Oh mein Gott, wie er gemoved hat. Es war unfassbar. Der immer rumtrollt. Let's go, Mortis in Brawl World. Das feiere ich auf jeden Fall. Ist einfach der beste Brawler und ja, komm. Haha, die sind ja so schlecht, die Gegner. Da trollen wir jetzt einfach mal ein bisschen rum. Moin, moin, was geht? Haha, haha. Die sind so lost, Mann. Oh mein Gott. Let's go, Mann. Alter, die haben wir ja mal so easy schon besiegt. Alter. Oh mein Gott, Digga. Der immer Pins schickt. Ah, oh mein Gott, Digga, die sind so lost, Alter. Oh mein Gott. Ich schicke jetzt einmal die ganze Zeit Pins, Digga, dann sind die richtig getriggert. Ich sag's euch. Oh mein Gott, er denkt, dass er eine Ult krass ist, der Junge. Oh mein Gott. Let's go. Oh mein Gott, und da hole ich sie. Oder auch doch nicht. Egal, ich schicke einfach weiterhin Pins. Der Mortis-Spieler in Brawl Ball. Ja, man, let's go. Mortis, der beste Brawler in Brawl Ball. Immer, ich nehme einfach immer Mortis. In diesem Modus nehme ich eigentlich generell einfach nur Mortis, weil es einfach der krasseste ist. So, und let's go, man. Damit easy Game gewonnen. Der Namensänderer. Irgendwie bin ich mit meinem Namen nicht zufrieden. Ich muss sagen, den will ich mal wieder ändern. Let's go. Boah, nee, Lukas finde ich mittlerweile zu langweilig. Komm, ich nenne mich jetzt einfach der Ehren. Brawler. Nee, das ist mir auch zu langweilig. Ich glaube, ich nenne mich Eierkopf, ne? In Gedenken an Kevin auf jeden Fall. An den Glatzkopf. Nee. Boah, ich hieß jetzt auch schon wieder 3 Tage so. Ich nenne mich jetzt einfach mal der Krasseste. Genau so geschrieben. Der Hater. Okay, wer ist hier alles im Club? Lol, Michi, der 31. Alter, so lost. Oh mein Gott. Wenn ich mir jetzt einmal anschaue, Digga, 700 sein höchster Brawler. Einfach nur lost, Mann. Oh mein Gott. Natürlich, Spaß beiseite. Ehrenmann, Grüße gehen raus, ne? War natürlich hier nicht ernst gemeint, Bro. Der alles vor allen anderen spielt. Und dann, Junge. Mega krass, Alter. Max to the Max. Junge, Cody Max. Alter, sieht der witzig aus. Let's go, Junge. Alter, lol. Guck mal, der Kopf platzt ja auch komplett. Wie beim Helium-Boxer. Der immer Powerplay vergisst. So, Mann. Let's go. Ich glaube, diese Season ziehen wir wieder richtig, richtig Powerplay durch. Ich habe mega Bock. Ich glaube, ich werde jetzt versuchen, so Top 100 global circa zu erreichen. 3 Tage später. Oh mein Gott, nein, mir fällt gerade auf, ich habe Powerplay vergessen die letzten 2 Tage. Nein, oh mein Gott, okay, dann egal, dann machen wir es nächste Season. Der Account-Bewerter. Okay, wer ist hier alles eigentlich so im Club? Aha, I am Julian, da gehen wir jetzt erstmal auf den Account drauf. Okay, 27.800 Pokale, das ist schon ganz okay. Ich meine, ich habe ja 30.000, ne? Ah, okay, 15 Siege, 700 Powerplay-Punkte ist noch auf jeden Fall Luft nach oben. Ich weiß nicht, ob ich mit ihm zocken würde. Er hat nur 393 Solo-Siege. Okay, aber 2500 Duo-Siege. Er sollte mal ein bisschen mehr Solo-Showdown spielen. Ah, okay, wir sind schon mal hier. 32 Spiel. Aber generell doch relativ wenig. 32, okay, Pokal. Ja, das ist eigentlich gut. Komm, ich gebe ihm mal eine 2. Und ich würde sagen, er muss sich auf jeden Fall noch ein bisschen ins Zeug legen, dass ich mit ihm zocke. Natürlich auch hier, Grüßchen raus. Spaß beiseite. Der Analytiker. Okay, wir starten mal rein in Solo-Showdown mit Brock. 910 Pokale. Vom Matchmaking her muss ich schon mal feststellen, dass die Gegner ziemlich lost werden. Also wir haben, wenn wir jetzt zu diesem Zeitpunkt 7 von 10 haben, ist das immer ein gutes Zeichen, dass ziemlich viele Lost-Gegner dabei sind. Wäre es jetzt 9 von 10, dann wäre es wiederum echt schlecht. Aber wir starten mal rein. Okay, am wichtigsten ist auf jeden Fall, dass man anders analysiert. Und ich habe schon mal einen sehr guten Spawnpunkt erwischt.
Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Das wird schon mal mindestens Top 5. Der Karl, er will auf jeden Fall teamen. Allerdings habe ich eben analysiert, dass er gar nicht so vertrauenswürdig ist. Und deswegen werde ich ihn jetzt einfach mal töten. In der Hoffnung, dass wir ihn auf jeden Fall holen. Denn ja, die Analyse hat mir eben gesagt, dass das auf jeden Fall die bessere Idee ist in dem Fall. Okay, rein. Oh mein Gott, meine Analyse sagt mir, dass in der Mitte jemand ist. Und der Karl ist wütend. Das ist nicht gut. Ich habe das falsch analysiert. Warum? Der Chatter. Endlich mal wieder in Brawl Stars Online nach 2 Stunden. Komm, wir chatten jetzt erstmal mit den ganzen Clubmitgliedern. Da habe ich jetzt echt Bock drauf. Hi. So, wie geht's euch? Haha, okay, nice. Die chatten mit mir. Richtig nice. Let's go, Mann. Der, der immer bitte nicht stören aktiviert. So, endlich wieder Brawl Stars zocken, würde ich jetzt sagen. Wir gehen einfach mal online und... Oh mein Gott, wir müssen ganz, ganz schnell bitte nicht stören aktivieren, sonst kriege ich wieder so viele Einladungen und... nice. Oh, okay, jetzt habe ich wieder meine Ruhe. Der Spectator. Okay, komm, jetzt schauen einfach mal Landi zu. Ich glaube, das ist richtig spannend, was er gerade so macht. Oh, okay, er spielt gerade Juwelenjagd. Let's go. 3 Stunden später. Boah, ich habe jetzt so lange Landi zugeschaut. Komm, ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal hier Tryhard zu. Hoffentlich zockt er auf jeden Fall auch gerade auf High Trophy. Dann ist es immer so spannend zuzugucken. Das mache ich viel lieber als Netflix-Serien zu schauen. Der OG-Flexer. Nice, das war wieder ein richtig geiles Game hier mit Star Shelly. Boah, dieser Skin ist so übertrieben krank. Ich bin einfach so ein OG-Spieler, dass ich den habe. Da sind auf jeden Fall alle neidisch auf mich. Oh ja, schaut es euch an. So nice, Mann. Der 500 IQ-Spieler. Okay, ich habe eine richtig gute Idee für eine Taktik, wo die Leute gar nicht den Ball bekommen. Und let's go, Pass kommt von meinem Mate. Ja, Mann. Und jetzt werde ich gleich einfach rausjumpen. Und dann werden die Gegner niemals den Ball bekommen. Und wir haben den Win sicher. So, ich muss das Gadget gleich machen. Und... zack. Oh ja, der Ball ist drin. Die Gegner sind machtlos. Das Game ist gewonnen. Der, der unnötige Dinge in Brawl Stars macht. Okay, Digga, ich feiere es wirklich. Ich muss wirklich sagen, ich finde das übertrieben nice. Mir einfach den Leitfaden für Eltern immer durchzulesen. Also das muss ich wirklich sagen, ist eine Sache, die ich so mega gerne mache. Ich finde den Parents Guide so interessant. Der, der niemals 50.000 Starpunkte erreicht. Ich lach nicht. Ich muss alles. Es ist so, Kevin, du kannst nur hoffen, dass bald keine neuen Starpunkte-Skins rauskommen. Alter, ich werd's nie schaffen, Leute. Der, der immer alles schlecht findet. Ey, Mann, also, ich muss wirklich sagen, das letzte Update ist echt lost. Ich meine, Lou ist zwar okay, aber ganz ehrlich, der hat so eine loste Mechanik. Der ist einfach so schlecht in der Meta. Warum kommt nicht mal ein nicer Brawler? Boah, also, und auch dieses Brock-Gadget, das ist viel zu OP aktuell. Ich muss auch sagen, ach, generell so Brawler wie die Biene, die gefallen mir auch einfach nicht. Ich weiß nicht, also, es gibt nur einen Brawler, den ich mag, und zwar der Nita. Alle anderen sind wirklich schlecht. Und ich weiß echt nicht, warum bringt Supercell nicht so, keine Ahnung, mal gute Brawler wieder raus. Der Turnierspieler. Okay, soll ich pushen oder was mache ich jetzt am ehesten? Ich würde sagen, wir spielen einfach mal schön ein Showdown-Turnier mal wieder um Preisgeld. Ich muss jetzt mal gucken, wo gibt es aktuell wieder schön Preisgeld zu gewinnen. Ich glaube, ich suche mir jetzt einfach mal ein Turnier raus. Der Gem-Geier. Oh Mann, ich habe nur 1600 Gems. Oh, das reicht mir eigentlich nicht. Ich will doch den gesamten Brawl Pass mit durchgemmen. Dafür brauche ich circa 2000. Wie hole ich mir jetzt am besten Gems? Ich glaube, generieren funktioniert ehrlich gesagt nicht. Ich muss mal meine Eltern anbetteln, glaube ich. Mama, hast du eine 15 Euro Google Play Karte bitte? Der Targeter. So, let's go mit der Runde und, oh, das ist ein Döner-Mike. Oh, ich hasse Döner-Mikes. Den werde ich jetzt erstmal fett targeten, bis er am Ende ist. Das ist jetzt meine Hauptaufgabe und ich muss ihn holen. Ich will nur ihn, es ist mir egal. Nice. Der, der keine Freunde hat. Ja, Mann, endlich mal wieder Brawl Stars spielen und komm, ich habe echt Bock auf Duo-Showdown, würde ich sagen. Wer ist aktuell online? Mann, wieso habe ich keine Freunde? Der Pay-to-Win-Spieler. Ah, okay, wir haben einen neuen Brawler, der heißt Lou. Okay, wie bekommt man den denn? Okay, man muss Stufe 30 im Brawl Pass sein. Okay, das ist schon krass. Nice, jetzt haben wir ihn auf jeden Fall. Aber auf Power Level 1 mag ich das nicht. Ich spiele ja nur
Max Brawler. Ich finde das sonst echt lost. Eine Minute, 37 Sekunden später. Haha, let's go. Pay to win ist einfach beste Leben, Junge. In 10 Minuten auf 750 Pokale gepusht. Max out. So muss das. Der immer die Schuld verschiebt. Okay, let's go. Und dann schauen wir mal, ob wir das Ganze hier schaffen. Mann. Und, oh, go. Ja, wir haben ihn. So, jetzt let's go mit dem Pass. Oh, die Gegner sind da. Ey, Mann, Digga, was macht diese Jackie von mir bitte? Wie lost ist die denn? Die hätte einfach schnell vor mich laufen müssen und die Gegner holen können, Mann. Mann, ich habe immer solche Lost-Mails. Der Arrogante. Was? Du willst mit mir spielen? Du hast 24.000 Pokale. Nee, sorry, dir fehlen ja auch sogar noch 2 Brawler. Also, boah, nee, mit dir würde ich ehrlich gesagt eher nicht spielen. Vor allem, oh mein Gott, du hast ja noch nicht mal Amber. Das ist doch, Digga, du hast ja noch Power 9 Brawler. Nee, sorry, also ich spiele nur mit Leuten, die maxed out sind. Natürlich auch Spaß, ne? Grüße geht raus, du weißt Bescheid, Ehre. Der Teamcode Profi-Eingeber. Oh, Lukas streamt wieder Testspiel. Ja, Mann, ich würde sagen, wir müssen mal wieder mit Teamcode beitreten. Wir sind ja ein Profi und wissen, dass die ersten 3 Zeichen des Teamcodes immer gleich sind. Und dann können wir auch predikten, dass die letzten 6 Stellen des Teamcodes immer eine Zahl zwischen 1 und 4 sind und ein Buchstabe zwischen Z und J. Und... oh, eingeben! Boom, Digga, der richtige Team... hä? Wieso habe ich nicht einen richtigen Teamcode? Ah, okay, Lukas hatte den falschen. Ich dachte schon, der hätte natürlich funktioniert. Der Abstauber. Au, da liegen Cubes. Let's go. Das sind auf jeden Fall meine, würde ich sagen. Ja, easy, ne? So einfach ist es hier, Cubes zu bekommen. Schauen wir mal, wo die nächsten Gegner hier sind. Oh, der 8-Bit macht gerade eine Kiste kaputt. Haha, das ist mein Cube. Haha. Oh, und da ist die nächste Kiste, die jemand gerade kaputt macht. Ah, das ist auch mein Cube. Haha. Oh mein Gott, die sind so lost. Und das ist auch mein Cube. 8-Bit, den bekommst du nicht. Haha. Der Energy Drink Geier. Okay, let's go. Ich brauch den Energy Drink. Ja, Mann, let's go. Jetzt alle zerstören. Oh mein Gott, wo sind die Gegner? Ah, und... oh nein, ich brauch den nächsten Energy Drink. Oh, da ist der nächste rechts. Und let's go. Ich brauch den. Ja, Mann, der nächste, let's go. Wo sind die Gegner? Let's go. Nice, ja, Mann. Oh mein Gott, ich muss aber gleich gucken, dass ich den nächsten Energy Drink bekomme. Und Showdown. Wo ist der nächste Energy Drink? Nein, der Colt hat den Energy Drink. Der sofort heult. Okay, ich spiele jetzt meinen höchsten Brawler in Solo Showdown. Okay, Mr. Peter, ich hoffe, wir schaffen das. Der Einladungsspammer. Okay, ich muss ihn einladen. Okay, Mann, er soll jetzt annehmen. Ich muss ihn einladen. Oh, Mann, ich spamme jetzt die ganze Zeit diese Einladung, bis er annimmt. Mann, er nervt, ey. Mann, ich will's... Digga, er soll jetzt mal annehmen hier. Mann. Der Memes-Ersteller. Okay, der neue Brawler Lou ist draußen. Soll ich ihn jetzt zocken oder nicht? Nee, ich glaube, ich erstelle erstmal ein Meme von dem neuen Brawler. 6,5 Stunden später. Lol, let's go, Mann. Alter, ich bin so zufrieden mit diesem Meme. Ich glaube, ja, ich feiere den neuen Brawler einfach. Der den Shop leer kauft. Wir werden den gesamten Shop heute leer kaufen, Freunde. Und der Shop ist gefüllt wie noch nie, Alter. Ihr seht das, Freunde. Alles werden wir hier kaufen. Jedes einzelne Juwelenpaket, Münzenpaket, alle Skins, Megaboxen und natürlich sogar auch das Mondbrawl-Paket. Es ist komplett am Eskalieren hier, Freunde. Der Brawlstars-Hater. Alter, Brawlstars, wer spielt das denn noch? Digga, ich habe 2000 Pokale gepusht. Ich war wirklich extrem gut und ich muss echt sagen, das Game, wer spielt das denn bitte, Alter? Das ist echt, Alter, ihr müsst einfach mal Fortnite spielen. Das ist viel krasser, das Game. Oh Mann, nach 2000 Pokalen habe ich einfach schon alles erreicht. Der 1 vs. 1 Spieler. Alter, ich habe jetzt Rang 34 mit Tick. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal ein fettes 1 vs. 1 machen. Ich bin bestimmt der beste Tick dieser Welt. Komm, wir machen das jetzt einfach gegen Platz 1 global. So, und deswegen habe ich das jetzt einfach mal gemacht, Freunde. Oh mein Gott, ich habe echt Angst, Mann, muss ich ehrlich sagen, Freunde. Oh mein Gott, okay, er hat mich anders hops genommen an der Stelle. Ja, okay, nee, das wird nicht mehr reichen. 4, 3, 2.
Oh mein Gott, Digga, es steht 2-0 für ihn. Der sich nach YouTubern benennt. Okay, Mann, ich brauche jetzt mal wieder einen neuen Brawl Stars Namen. Wie soll ich mich nennen? Wie wär's mit Marvin Vlog? Das ist doch echt eine gute Idee, oder? Ah, nee, so nenne ich mich nicht. Wie soll ich mich nennen? Ah, Pookie könnte ich auch eigentlich machen. Das wäre auch eine gute Idee, oder? Nee, ich glaube dann doch nicht. Sollen wir... Ja, komm, wir machen Clash Games. Nee, komm, egal, wir machen jetzt einfach Lukas, ganz ehrlich, den feiere ich doch hier am meisten. Und Name erneut eingeben, let's go und bestätigen. Ja, Mann, jetzt habe ich endlich mal wieder einen nice Namen. Ich heiße zwar Hans-Peter, aber egal, Lukas ist ein nicer Name. Der die falschen Brawler spielt. Okay, wir spielen jetzt mal Höllenhöhle. Welchen Brawler nehme ich dafür mal am besten? Piper ist, glaube ich, eine echt gute Idee. Let's go. Der alles aufnimmt. Alter, mein letztes Game war so krank, Alter. Wir müssen das wirklich hier nochmal wiederholen und uns hier die Aufnahme. Wir müssen eine Aufnahme machen. Das ist einfach Funny Moments Material. Und da ist die Runde schon vorbei. Was? Ein paar Sekunden später. Alter, Digga, das war wieder so eine krasse Runde. Wir müssen uns die anschauen. Digga, ich werde das jetzt aufnehmen. Das ist wieder so nice mit der Funny Moments Compilation. Der YouTuber. Hey Leute, was geht? Ich glaube, heute machen wir wieder ein fettes Opening hier in Brawl Stars. Und danach werden wir wieder mal einen neuen Brawler auf 1000 Pokale pushen. Nämlich Brock, das wird ultra krass. Lasst schon mal ein Like da. Und danach werden wir nochmal Tick auf Rang 35 pushen. Leute, lasst ein Like da. Wenn ihr auch wollt, dass ich den gesamten Shop leer kaufe, schreibt das doch mal wirklich in die Kommentare. Der E-Sportler. Boah, pushen? Nee, das habe ich schon 3 Monate nicht mehr gemacht. Aktuell bin ich nur am Scrimmen. Was Scrimmen ist? Achso, ja, ich spiele eigentlich den ganzen Tag Testspiele und übe mit meinen Mates, damit wir bei Turnieren, zum Beispiel wieder Brawl Stars WM, Erster werden. Das macht auf jeden Fall richtig Bock. Der seine Zeit verschwendet. Okay, es ist gerade 8 Uhr morgens, wir haben 26.640 Pokale. Boah, ich glaube, heute Abend werden wir richtig, richtig fett gepusht haben. Ich hoffe, wir schaffen heute 28.000 Pokale. Let's go. Oh Mann, Alter, ich habe den ganzen Tag irgendwie nur Plus gemacht, dann wieder Minus, dann wieder Plus. Ich habe einfach Plus 0 insgesamt gepusht. Ey, es ist echt lost. Der in der Trainingshöhle trollt. Pushen? Nee, habe ich gar keinen Bock. Also am liebsten mache ich wirklich in Brawl Stars hier nice Sachen in der Trainingshöhle. Das feiere ich wirklich am meisten. Ich würde sagen, let's go. Ja, Mann. Ja, let's go. Oh mein Gott, das macht so viel Spaß. Haha, let's go. Der immer Panik bekommt. Oh mein Gott, die Season endet in 8 Tagen und 13 Stunden. Nein, wie soll ich das denn schaffen mit den 30.000 Pokalen? Mir fehlen noch so viele Pokale und ich muss da so viel für Schularbeiten lernen. Mann, wir schreiben irgendwie eine Arbeit in Englisch morgen. Und Digga, nein, wie soll ich das denn schaffen? Ich muss das wirklich unbedingt schaffen. Ich will... Digga, nein, ich brauche einfach die Star-Punkte. Ich will einfach eine nice Belohnung. Och Mann, wieso ist es immer so wenig Zeit? Der Berühmte. Nun mal Leute, wir fangen jetzt einfach mal an, würde ich sagen. Und zwar... Deaktiviere bitte nicht stören. 3, 2, 1, go. Oh mein Gott. Okay, Yusuf, er ist sogar auf dem Thumbnail. Er hat es geschafft. Als erstes, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Und ja, erstmal muss ich jetzt hier ablehnen, weil der Kollege Yusuf, Digga, oh mein Gott, jetzt kriege ich die ganzen Einladungen. Oh mein Gott. Haha, Junge. Der Gems verschwendet. Okay, ich habe jetzt noch 1400 Gems. Was wäre denn schlau? Soll ich vielleicht für den nächsten Brawl Pass sparen? Nee, ich glaube, das wäre irgendwie lost. Was wäre denn sinnvoll? Ah, genau. Markenverdoppler. Let's go. Der Hilfsbereite. Okay, Landi hat mich gefragt, ob ich mit ihm vielleicht einen Brawler auf Rang 35 pushen kann, ob ich ihm da helfen will. Natürlich habe ich direkt ja gesagt. Ah, okay, und Flex on OG Shelly, auch mit dir kann ich natürlich gerne weiterhin pushen. Ist natürlich gar kein Problem. Ich mache das gerne. Ich helfe eigentlich den ganzen Tag Leuten, Brawler auf 1000 oder 1250 zu pushen. Ja, natürlich, Ace. Auch mit dir werde ich auf jeden Fall hier nochmal schön Brawler pushen. Kann dir gerne helfen, du weißt Bescheid. Der Scammer. Was? Mit dir einen Brawler auf Rang 30 pushen? Ich soll dir dabei helfen. Okay, kann ich machen. Dafür wäre es auf jeden Fall gut, wenn du mir bitte 15 Euro Google Play geben kannst. Ja, das werde ich auf jeden Fall. Das brauche ich auf jeden Fall, damit ich mir die Zeit einfach besser einteilen kann und dass ich das einfach machen kann. Okay, danke dir auf jeden Fall für den Code. Ehre. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall auch was zu tun. Ich muss ganz schnell weg. Ciao.